Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Project X. Und ich habe gerade den Livestream beendet und wollte euch zeigen, was im Livestream so passiert ist. Ich habe mir diesen Verzauberer gemacht und mit diesem Verzauberer habe ich mein Obsidianschwert verzaubert, so dass es jetzt mehr Schaden macht als der Atomic Disassembler und sich dann auch wieder lohnt. Ich habe ein paar Kühe mir besorgt, um mehr Leder machen zu können. Ich habe mir so eine kleine Weizenfarm hier gemacht. Ich muss hier mal drauf herumspringen, damit das hier kaputt geht. Geh schon kaputt. Du auch. So. Hier haben wir die Schleimbäume haben wir angepflanzt und wachsen lassen. Was haben wir noch gemacht? Ja, achso, genau, wir haben den Digital Miner weggeräumt hier und haben den wieder aufgestellt, haben dem Speed Upgrades gegeben und mit den Dings eine eigene Versorgung. Wie ihr seht, kann ich den jetzt ganz locker flockig auch behutsam laufen lassen, ohne dass irgendwas passiert, stromtechnisch. Weil der, und da fliegen wir mal kurz nach oben, zeige ich euch das, wenn ich nicht gerade in der Tür festhänge hier, der hat jetzt seine eigene Versorgung. Und was wir noch gemacht haben, was vielleicht gar nicht so cool ist, ich habe das Portal im Nether zerstört. Aus Versehen, ich wollte mich durchgraben und, hallo? Ja, ich wollte mich durchgraben, weil ich das Portal, den Eingang nicht gefunden habe und habe dann aus Versehen einen Stein rausgenommen und damit hat er irgendwie alles zerstört. Da muss ich dem German mal Bescheid sagen. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier zwei Stromversorgungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Windräder allein für den Digital Miner, damit der ohne Probleme auf behutsam laufen kann mit ein paar Speed-Upgrades. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 für unsere normale Stromversorgung hier unten im Haus. Achso, genau, wir haben uns hier so ein Präzisionssägewerk gebaut, um da Sägemehl rauszukriegen, um Papier zu bekommen, ohne dass ich Zuckerrohr dafür brauche. Genau, so, dann habe ich hier noch ein bisschen Stahlbarren fertig gemacht, weil ich 4 Stacks Stahl brauche, nur für meine Verzauberung. Ein Stack habe ich schon und hier haben wir jetzt 61, das heißt also, wir brauchen noch viel mehr. Und was ich aber jetzt in der Folge machen möchte, ist, das ist mir gerade im Livestream aufgefallen, dass ich das mal machen wollte schon die ganze Zeit, ist ein Wireless Charger. Wireless Charger sorgt dafür, dass in meinem ganzen Haus immer die Geräte aufgeladen werden. Der ist von Ender.io, Ender.io und nennt sich, da, drahtlos Ladegerät. So, und da gucken wir mal, was wir dafür brauchen, elektrischen Stahl. Da brauchen wir den Induktionsschmelzer bzw. die Legierungsschmelze mit gebrochener Kohle, Kohlepulver, Silizium und Eisenbarren. Dann müssen wir also gucken, ob wir noch Silizium haben. Nein, haben wir nicht. So, wie ging das jetzt? Das ging mit Sand irgendwie, ne? Sand in den Dings, glaube ich. Kann das? Ja, genau. So, und dann haben wir dieses Zinnober bekommen hier. Keine Ahnung, wofür ich das brauche. Was ich aber mal gucken wollte, ist tatsächlich, funktioniert er eigentlich vernünftig? Zertus-Quarz-Kristall. Irgendwie. Geladener Zertus-Quarz. Doch, funktioniert noch. Okay, wunderbar. Dann können wir das hier reintun. Klack, klack. Schade, dass man das nicht sieht. Normalerweise gibt es hier noch so einen kleinen Dings, dann sieht man das. So, dann nehmen wir das und Kohle. Kohle brauchen wir auch mal so ein Stack von. Müssen wir uns auch mal klein machen. So, Sand hier rein. Ja, das war mein erster YouTube-Stream. Ich fand es eigentlich ganz cool. Ich habe schon im Stream gesagt, dass ich persönlich
das ziemlich gut finde, dass YouTube jetzt auch, dass man jetzt eben auch auf YouTube streamen kann, beziehungsweise ich habe mir ja sagen lassen, man kann schon ein bisschen länger auf YouTube streamen. Aber also für mein Verständnis hat YouTube damit erst wirklich gerade angefangen, mehr oder weniger. Es ist ja auch die Beta-Phase. Immer noch, wenn man in das Interface reingeht, dann sieht man, dass es eigentlich noch die Beta-Phase ist. Und dementsprechend ist das meiner Meinung nach eigentlich immer noch so ein bisschen ja, sehr frisch und sehr neu. Und dann wurde ich gefragt, ob ich jetzt noch auf Twitch streamen werde, und ich sag ganz ehrlich, nee, werde ich nicht. Weil ich für meinen Teil habe mich dazu entschieden, damals YouTube-Videos zu machen, und fand es auch nicht so richtig gut, dass es ja mehr oder weniger nur die Möglichkeit gab, auf ach du heilige Scheiße. Was zum Teufel? Ich habe gar keinen Enderman-Kopf. Na, ach du heilige. Ja gut. Dann müssen wir uns jetzt irgendwas überlegen. Eventuell, ich muss mal gucken, Mechanism. Gibt es wieder mal etwas Ähnliches? Bei Mechanism. Produktionszelle äußert leitfähig von einer großen Menge an Energiespeicherung. Mein Kater hat mir gerade in den Fuß gebissen. Und das liegt daran, dass er schmusen will, die ganze Zeit schon. Und ich kann aber gerade nicht schmusen. Gut, YouTube. Wo waren wir? Ich hatte gesagt, dass ich mit YouTube angefangen habe und eigentlich auch mit YouTube weitermachen wollte. Und auch bei YouTube bleiben wollte. Und deswegen ist für mich das eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Ist das für mich eine sehr, sehr gute Sache, weil ich finde halt eben so. Es gibt das nicht. Ja, es gibt halt eben okay. Nein, gibt es nicht. Das heißt, wir brauchen einen Enderman-Kopf. Und das heißt, wir brauchen erstmal Nacht. Ja, gut. Ja, und so finde ich halt eben, dadurch, dass man jetzt auf YouTube streamen kann, kann man direkt an seiner Base dranbleiben. Also, man braucht jetzt nicht mehr irgendwie da umzuschalten und zu sagen, okay, was ist das hier? Namensschlägchen. Glowstone. Das geht bestimmt auch normalen Doppelsichtkondensatoren. Ach du heilige Scheiße, ey. Ja gut, da habe ich tatsächlich. Oh.
ein bisschen das Ganze unterschätzt. Das braucht doch viel, viel mehr, als ich gedacht habe. Und das ist mir jetzt tatsächlich gerade ein bisschen zu crazy. Da muss ich mich doch nochmal anders vorbereiten. Ich guck mal, wo ist denn unser Holz? Ich guck mal, dass ich noch ein bisschen Stahl schmelze. Hat er schon wieder keine Axt mehr? Ne, hat er schon wieder nicht. Boah, Herrgott, ey, der hat einen Axtvorschleiß, das ist ja auch unnormal. Echt nicht feierlich. Dieser ganze Zinnstaub hier. Guckt es euch an, was wir an Zinnbarren haben. Was wollte ich sagen? Eigentlich war ich immer noch beim Thema YouTube-Stream und Twitch. Also, Twitch war ganz, ganz lange Zeit ein riesen fettes, super gutes Ding. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen auf Endermann-Jagd. Ne? Aber ich finde halt eben, und das darf man nicht vergessen, weil es konkurrenzlos war. Also es gab definitiv natürlich. Ach du Heilige. Hier, das ist. Das war übrigens wieder mein Kater, der jetzt anfängt mit Kabeln an meinem alten Computer herumzuspielen. Das macht er gerne. Wenn er irgendwie Aufmerksamkeit haben möchte, dann dreht der vollkommen am Rad, der Kerl. Macht nur noch Scheiße. So. So, ich komme irgendwie nicht in meinem Thema weiter, das ich mit euch besprechen wollte. Twitch und YouTube. Wie gesagt, also ich finde, dass da jetzt endlich Konkurrenz ist, dass Twitch nicht mehr so die Alleinherrschaft hat. Das ist so, Twitch hat ein ganz schönes Monopol, mehr oder weniger, auf Streams. Weil, gut, es gab so ein paar kleine Stream-Plattformen. Oh, guck mal, ein Dorf. Aber ja, nicht wirklich was, was irgendwie mal Potenzial hatte, Twitch da ins Bein zu pinkeln, sag ich jetzt mal. Und jetzt kommt YouTube. YouTube ist selber eine Riesenmarke. YouTube hat unendlich viele Menschen, die schon da Videos veröffentlichen und damit natürlich auch definitiv eine Riesenchance, ja, Twitch richtig Konkurrenz zu machen, weil eben ja, viele Leute auf YouTube ja schon ihre Videos machen, sonstiges. Und dementsprechend gibt es natürlich viel Potenzial. Also ich sag mal hier, die größeren YouTuber schalten ja mittlerweile echt alle auch schon um. Und ich sehe ganz, ganz viele, die schon auf YouTube streamen. Und das finde ich auch gut so. Was ist das da vorne? Geheimnisvoller Tempel. Screenshot. So, es gibt schon ganz, ganz viele, die auf YouTube streamen. Und das machen die ja nicht umsonst. Das ist ja, das ist aber ein ziemlich langweiliger Tempel, ne? Echt jetzt? Nix? Was war für ein Scheiß? Ja, einfach eben,
wie gesagt, YouTube hat den riesen Vorteil, man ist direkt an seiner Fanbase dran. Mehr oder weniger. Ne, da ist nicht irgendwie hier noch ein geheimnisvoller Tempel. Nein, kein geheimnisvoller Tempel, eine Ruine. What the fuck? Was passiert denn hier heute Nacht? Also ich werde definitiv bei YouTube bleiben. Also ich finde es wesentlich angenehmer, direkt da anfangen zu können. Das ist ein Diamant, den brauchen wir, ein Diamant, ein Meteorit, den brauchen wir nicht mehr. Also ich finde es wesentlich angenehmer, da auch zu streamen, wo ich halt eben auch meinen Dings wo ist der blöde Enderman? Wo ich halt eben auch meine Videos hochlade. Weil ich glaube nicht, dass viele Leute, die jetzt sich auf Twitch meine Sachen angeguckt haben, also die auf Livestream waren, dann eben auch zu wie soll das denn funktionieren? Ich kriege diesen blöden Kopf überhaupt nicht. Ganz im Ernst, ich glaube auch nicht, dass irgendeiner von diesen komischen Kerlen mir einen Kopf gibt hier. Ach, jetzt habe ich die falsche. Ach du Heilige. Jetzt bin ich wirklich richtig im Arsch. Jetzt bin ich wirklich richtig im Arsch. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo mein Zuhause ist. Ach. Okay, Leute, es tut mir furchtbar leid, dass ich das jetzt getan habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Ich bin wirklich nicht davon ausgegangen, dass die Funktion auf dem Server nicht gesperrt ist. Das kann man jetzt natürlich sagen, ah, das wusstest du und sonstiges. Gut, wenn ihr das glaubt, dann glaubt das. Ich wusste wirklich nicht, dass diese Funktion nicht gesperrt ist auf dem Server. Ich hätte es nicht gemacht, ich hätte mich da durchgekämpft. Wenn ich gewusst hätte, dass ich mit diesem Teleportieren hier rauskomme. Nun gut, die Folge ist absolut nicht so verlaufen, wie ich das wollte. Ich wollte eigentlich diesen Wales. Krass, wo kriege ich denn diesen Enderkopf her? Das ist doch nicht normal. Enderkopf. Ender. Da. Quälter Enderman Kopf. Und herstellen die Skelettschädel. Natürlich das Destillat. Plünderung. Ich habe keine Ahnung, wo ich den herkriegen soll. Das ist aber mal richtig nervig. Naja. Schreibt mir mal eure Meinung dazu. Was sagt ihr zu YouTube-Stream oder Twitch? Was gefällt euch besser? Was würdet ihr lieber machen? Oder was macht ihr selber? Oder sagt ihr, ey, Latro, nee, macht das auf gar keinen Fall. Bleibt bei Twitch, weil es viel cooler da. Ich habe schon so einige Nachteile von Twitch gehört. Sorry für diese wieder mal vollkommen unproduktive Folge. Ich muss mir wirklich mal was überlegen. Ich habe gemerkt, in den letzten Tagen werden die Folgen einfach so... Vielleicht versuche ich tatsächlich dann jetzt auch so langsam mal den Mond anzugehen. Und da irgendwas zu machen, weil... Irgendwie habe ich, glaube ich, das Wichtigste an Maschinen habe ich mittlerweile.
Ich habe mein Haus fertig. Wenn ihr Bock habt, schreibt es mir in die Kommentare und sagt, wo habt ihr denn mal Bock drauf? Habt ihr vielleicht irgendwie Bock zu sagen? Und ihr könnt mir ja selber mal sagen, was ihr am liebsten jetzt sehen würdet. Es gibt ja 1896 Add-ons hier drin. Und wenn ihr mir einfach mal in die Kommentare schreibt, wo ihr Bock drauf habt, dann machen wir damit weiter. Da ist ein Zombie-Kopf, aber Enderman-Kopf. Alter Falter. Da ist ein zerstörtes Spawner. Generator. Köpfe. Nee, habe ich nicht. Habe ich absolut nicht. Gut. Ich beende die Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr irgendwie was zu YouTube zu sagen habt, dann lasst es in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann morgen auch wieder einschaltet. Und sag mal bis denne!